Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Abonnenten, hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Nils Zockt. Mit dabei, wie soll es anders sein, ist der Frederik. Ja, hallo. Ja, hallo. Und heute zeigen wir euch etwas Geheimnisvolleres als die letzten beiden. Okay, das war euch auch geheimnisvoll, aber noch ein bisschen mehr geheimnisvoll. Und zwar befinden wir uns hier, ich drehe mal wieder die Kamera, an dem Palast oder an dem Tempel, welchen wir euch vor ein paar Videos mal gezeigt haben. Und heute zeigen wir euch das namenlose Dorf, welches sich hinter dieser Brücke befindet. Und zwar dieses namenlose Dorf ist angelehnt an das erste Schirriner Dorf. Der ein oder andere mag sich vielleicht noch daran erinnern. Und ich gehe jetzt schon mal oder fliege jetzt mal schon ein bisschen über diese in diese Richtung, über diese schöne Brücke, die der Frederik erbaut hat. Ich kann es mal im Ganzen zeigen. So sieht sie im Ganzen aus. Ich finde sie sehr schick gehalten. Auch in den Blöcken, wie er jetzt das ganze Yggdrasil-Dorf aufgebaut hat. Und hier sehen wir auch schon das erste Gebäude, welches heruntergekommen ist, verfallen ist. Und zwar habe ich mir das Ganze so überlegt, dieses alte Dorf aus dem ersten Schirrin gab es, ja, oder gibt es immer noch, ist immer noch zu finden auf dieser Welt und bewirkt auch immer noch die gleiche Geschichte, die dieses im ersten Schirrin auch hatte. Wer sich daran erinnern kann, der weiß, dass da mal etwas ja, Böses gehaust hat. Und die Menschen ausgelöscht hat. Und das Ganze befindet sich auch wieder hier. Und jetzt stehen wir hier auch schon vor dem verfallenen Torbogen. Auch sehr schick geworden, wie ich finde. Also ich mag diese ganze zerfallene Optik sehr. Mhm. Die Lanie hier, die fangen die ersten Häuser an, die auch alle zerfallen sind. Alle kaputt. Und natürlich befindet sich da drin auch jetzt nicht wirklich viel. Bis auf ein paar Totenköpfe, wie man hier sehen kann. Oh, so, ja. Dass man so ein bisschen den Eindruck erweckt, hier ist irgendwas passiert, was nicht hätte passieren sollen. Und ja, natürlich, was ich ein bisschen schade finde, es gibt kein verdörrtes Gras, oder gibt es schon, aber nicht so verdörrtes Weizen und so. Das hätte ich irgendwie cool gefunden, deswegen ist es immer noch, ja, wie soll ich sagen, immer noch so frisch wie am ersten Tag, sage ich jetzt mal. Was mir sehr gut gelungen ist, wie ich finde, ist hier diese ja, alte Mühle mit den kaputten Blättern und so. Und ihr könnt ihr auf jeden Fall sehen, das Ganze, also die meisten Gebäude hier sind einmal gebaut und dann kopiert, rüber kopiert. Einfach so, um Zeit zu sparen. Und es gibt auch einen kleinen Weg, einen Bergweg hoch nach Yggdrasil, auf dem Pfad, den wir am Anfang des Yggdrasil-Shows gegangen sind. Den findet man hier. Also man kann auch von dort aus in dieses Dorf kommen. Und jetzt kommen wir praktisch zum Highlight in diesem Dorf, und das ist die Kirche, und die ist aus einem Grund nicht zerfallen. Und das liegt daran, dass unter ihr etwas haust, was eigentlich hier auf die Welt gar nicht hingehört. Und ich möchte auch noch etwas, ich habe mir ein paar Inspirationen geholt und möchte hier noch was reinsetzen. Auf jeden Fall, was man dann finden kann, und zwar ist es ein Netherportal. Aber das werde ich noch ein bisschen ausbauen. Wer ihn kennt, Jerakraft heißt der, der hat mal ein Netherportal gebaut. Unheimlich geil, und das möchte ich mal versuchen nachzubauen. Ich werde dir nachher mal ein Video schicken, Frederik. Okay. Und ja, hier haben wir auch noch ein kleines Easter Egg. Nimm dies, du wirst es brauchen. Viel Glück, dafür das brauchen. Und zwar haben wir hier Lichtbringer und Schutz des Königs auf jeden Fall. Lichtbringer kennt man aus Game of Thrones oder aus den Büchern von Game of Thrones, besser gesagt. Und jetzt gehen wir hier diesen langen öden Gang mal hinunter, der nur beleuchtet ist von diesem ja, Lava-Dingens hier. Und dann befinden wir uns auch schon in den, ja, in dieser Höhle, wo die Toten begraben sind. Und mit einem, ich möchte hier eigentlich noch ein Endportal reinsetzen. Und damit man so ein bisschen auch die Möglichkeit hat, ja, den Endboss zu besiegen, sag ich jetzt mal. Und ja, wie ihr hier seht, hier befinden sich auch halt die Knochen der Verstorbenen. Und wenn man dann hier spielt, sollte man auch empfehlen, mit Monster zu spielen, sodass die Toten auch hier ein bisschen rumlaufen. Das wäre natürlich auch ganz geil. Oder ein paar NPCs hier reinzusetzen, so die dann so ein bisschen verrückt geworden sind oder so. Das wird auf jeden Fall alles möglich sein. Habe auch schon ein paar Plugins rausgesucht, die ich da benutzen möchte für. Jetzt gehen wir mal. Jetzt komme ich hier wenig über hoch. Und ja, das Problem, warum namenlose Dorf? Ich weiß, oder besser gesagt, wir wissen den Namen des Dorfes nicht mehr, welches im ersten Schirrin
welches ich im ersten Schritt genannt habe. Und hier haben wir noch den Friedhof, den alten. Da läuft ein Schaf rum, auch nicht schlecht. Mit dem kleinen Baum, den ich hier gebaut habe, sollte eine Trauerweide sein. Finde ich auch sehr schick gemacht. Und ja, wieder alles ein bisschen verwildert, alles nicht mehr so ganz auf der Höhe. Achso, ja, hier habe ich Platzhalter genommen. Oder besser gesagt, immer alles kopiert und dann rübergesetzt. Also man merkt halt, ich bin sehr einfallsreich. Ja. Und hier haben wir noch so einen kleinen Sitzplatz. Also wer sich mal mit den Toten amüsieren möchte, das klingt jetzt ganz falsch. Wer mal die Stille auf dem Friedhof genießen will, der kann sich da hinsetzen, so rum. Obwohl, das bringt eigentlich hier nichts mehr. Ich würde mich eigentlich nicht hier gerne hier hinsetzen, wenn ich weiß, die laufen die Toten rum. Aber gut. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Easter Eggs, kleine Kisten und so. Da werdet ihr noch so ein bisschen die Geschichten finden. Ich weiß gar nicht, ob da schon was drin ist. Da werdet ihr so Geschichte finden, was hier so passiert ist, damit ihr so ein bisschen so einen kleinen Eindruck bekommt. Wenn ich sage jetzt die ganze Zeit, jetzt könnt ihr euch dann mal einen Eindruck bekommen. Ja, ihr werdet die Chance haben, mal das Ganze live sehen zu können. Und auf jeden Fall auch bald. Ich denke mal, wenn Katharis fertig ist, werde ich mal so einen kleinen, kleines Event starten, wo dann auch ein paar Zuschauer die Möglichkeit haben, also ihr, das alles mal ein bisschen erkunden zu können. Schon mal, weil ich denke mal, es sollte auch mal Zeit, es ist auch mal die Zeit, dass ihr das mal wirklich, ja, ich will mal sagen, anfassen könnt, auch wenn es auch hier ganz, ganz falsch klingt. Und ich stelle mich jetzt einfach mal hier so ein bisschen wieder vor das ganze Dorf und erzähle noch ein bisschen was. Kleine Information, wer aufmerksam war, der weiß ja, dass ich ein Video hochgeladen habe mit der Aufschrift mit dem Titel Schrien After Humans. Und After Humans ist ja das Modpack von Gronkh, Debitor und Turbinator. Und eigentlich hatte ich hier sehr viel geplant gehabt und leider ist das Ganze, muss ich das Ganze wieder verwerfen, weil Schrien nicht kompatibel war mit dem Ganzen. Es war schon, jedenfalls im Singleplayer, aber wenn ich es auf den Server gepackt habe, ist der ganze Server abgekackt. Mit Abstürzen und alles und wollte auch wieder nicht hochfahren und alles, warum, wieso, weshalb. Und ich habe heute gehört in dem Mimo, also diesem Minecraft Monday von Gronkh, dass sie die gleichen Probleme haben. Ob es jetzt tatsächlich nur an der Welt lag oder an dem ganzen Modpack, das weiß ich nicht. Jedenfalls konnten wir es nicht machen. Wir befinden uns jetzt wieder hier auf Bucket in Version 1.12.1 und bauen euch hier die größten Sachen, die ihr hier sehen werdet. Frederik? Ja. Ja. Ja, wird auf jeden Fall noch spaßig. Der Server, der leidet, kann man dazu sagen. Der leidet Qualen, Todesqualen. Ja. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und ich baue jetzt erstmal Katharis fertig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Katharis-Show irgendwann mal wieder. Oder? Ja. Oder hast du noch was zu sagen? Nee, also ich habe jetzt erstmal nichts zu sagen. Ich würde mal sagen. Okay. Dann hat man mich wahrscheinlich beim nächsten Video. Alles klar, dann sieht man ja. Dann sehen wir uns das jetzt mal wieder. Ein paar kleine Videos werden noch kommen. So ein paar Musik, also Cinematic Videos heißen sie ja eigentlich. Ich nenne es eigentlich mehr Trailer, aber Cinematic Videos ist der eigentliche Begriff dazu. Und ja, vielleicht noch ein paar Timelapses. Habe ich mal so Bock drauf, so wie wir es damals mit dem Turm gemacht haben. So ein nettes Bild. Ja, machen wir mal. Machen wir mal auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer NX-Fan und Real Steel Frederik. Jo. Tschüss. Haut rein.